Nicht? Wow, das Ding kann man langziehen. Papa, was machst du da? Hey, ist das Brause? Du kennst die Regeln. Her damit. Oh, Papa, du bist so gemein. Hey, okay. Da hast du einen Becher. Trinke lieber Wasser. Wasser ist nicht so gut wie Brause. Ich komme nicht mal ran, um mir was einzufüllen. Unfair, das funktioniert nicht. Ich habe Durst und du hast meine Brause. Oh je, du kommst nicht an das Wasser ran. Nicht weinen, sieh her. Das ist eher was für dich. Hör auf zu weinen und probiere es aus, Mäuschen. Warte mal, ist das ein kleiner Spender für mich? Yippie, ich habe gerne mein eigenes Zeug. Dafür brauche ich aber einen Mini-Becher. Das Wasser läuft in den Becher. Juhu, jetzt trinke ich aus dem Mini-Becher. Siehst du, dein Papa tut alles für dich. Wasser trinken ist viel besser. Ich sehe den Sinn in diesen Spielsachen einfach nicht. Er ist weg. Und da steht meine Sprite. Ich fülle sie einfach in diese Flasche. Sieht aus wie Wasser. Schon fertig. Zeit für meinen Mini-Becher. Lecker! Brause schmeckt besser als Wasser. Mäuschen, erklärst du mir diese Spielsachen? Ich raff's einfach nicht. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Du beanspruchst das immer für dich. Wie gierig. Aber ich bin dran. Lass los. Nein. Oh nein. Oh, guck, was du getan hast. Du warst das. Ist okay, ich habe Ersatz. Ja, ich auch. Ja, bitte. Ein Tablet. Ich hab's. Gehört ganz dir. Danke. Was? Das ist unfair. Ach ja, ja. Wow. Wie sind wir hierher hingekommen? Interessant. Perfekt. Genug. Aufgepasst. Oh. Könnt ihr zwei das? Sie fordert uns heraus. Schätze schon. Warte. Ja, verstanden. Erledigt. Für dich vielleicht. Womit muss ich arbeiten? Igitt, weg damit. Warte. Was ist das? Ich kapier's nicht. Ein Blatt Papier? Mal nachdenken. Hey, ich weiß. Jetzt wird geschnitten. Okay, auf die Finger aufpassen. So, erkennst du schon? Warte, bis du das Endprodukt siehst. Ein bisschen Farbe wirkt Wunder. Siehst du, was ich meine? Aber ich brauche noch was anderes. Oh, bin gleich zurück. Ich beeile mich, ich schwöre. Was hat er gesehen? Ist die Luft rein? Beachte mich nicht. Ich brauche nur ein bisschen Erde. Ha! Das war knapp. Aber das Risiko war es wert. Das ist die magische Zutat. Nice. Ist das kalt? Ich brauche nur einen Schluck. Perfekt. Damit kann ich was anfangen. Siehst du, wie flach das wird? Und die Tüte hält alles sauber. Yep, das kommt obendrauf. Wir haben einen Bildschirm, Leute. Jetzt drücken. Umdrehen und voilà. Ich habe mir ein Tablet gebastelt. Man kann schreiben und so. Ziemlich cool, was? Neidisch. Oh, wie hast du das gemacht? Hey! Oh, endlich. Wie macht man das Ding an? Hallo? Jemand zu Hause? Oh, Molly. Also, ich weiß nicht, sorry. Ich zeig's dir. Siehst du den? Das ist ein Magnet zum Schreiben. Da, siehst du's jetzt? Oh, wow. Danke. Cool. Okay, die Zeit ist um. Wir sind fertig, Frau Lehrerin. Wie innovativ. Ich sage, ihr bekommt beide eine 1. Yes.
Wir haben eine 1. Aber was ist mit meiner Pflanze passiert? Die muss verhext sein. Wow. Bin nicht zu spät, oder? Komme. Oh. Oh nein. Ich falle. Oh. Was für ein Auftritt. Voll peinlich. Und kein Wasser mehr. Das wird ein übler Tag. Okay, klasse. Alles okay? Was hast du gemacht, Molly? Ich? Nichts. Es reicht. Jetzt wird gearbeitet. Okay. Wie kann ich mich hier rauskaufen? Du wirst es herausfinden. Danke. Puh. Oh. Hey, mein leerer Becher. Damit kann ich arbeiten. Ich hab's. Aber zuerst ist Kritzelzeit. Warte, bis du das siehst. Das wird süß. Das ist genug Pink. Ich muss einen Schnitt machen. Genau unterm Auge. Fertig. Siehst du? Hey, ich weiß. Hier ist alles so süß. Nur 300? Was für ein Schnäppchen. Guck, was ich hab. Die Zeit läuft. Okay. Hey, kleiner Kerl. Lass uns mixen. So viel Platz. Ich brauche Wasser. Einmal volltanken. Die perfekte Menge. Hier kommt die besondere Zutat. Warte, bis du siehst, was gleich passiert. Los geht's. Schüttel dich, kleiner Kerl. Die Natur ruft. Lass alles raus. Puh, sehr gut. Von mir aus. Guck dir das an. Mein Kleiner weint echte Tränen. Er bläst Trübsal. Okay, das ist so cool. Sehr schön. Ihr habt euch eine 1 plus verdient. Gut gemacht, Ladies. Fantastisch. Ja. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Hören Sie zu, ich habe... Mami ist im Meeting. Tut mir wirklich leid. Oh, Achtung, fliegende Kuscheltiere. Hör auf damit. Hier unten ist wie im Tunnel. Wofür ist das denn? Und dann? Wo sind sie hin? Ich versteh's nicht. Und? Oh, natürlich. Ich habe einen Job. Ich muss arbeiten. Was immer du sagst. Hey, was isst du da? Gib das her. Mama! Warte kurz, Schatz. Wow, was ist das? Komm her und schau's dir an. Okay. Wow. Ein Haus. Möchtest du dich setzen? Das ist ein Käseflipsmännchen. Der hat zu tun. Okay. Puh, ich gehe wieder an die Arbeit. Oh, hi, Leute. Also, wie ich schon sagte, bezüglich des Vertrages. Klapp, klapp, klapp. Hast du Spaß? Piep, 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 Rückwärtsgang. Oh, Liebes. Ballonhubschrauber fliegt vorbei. Puh, ah. Upsi. Tut mir leid, Mami. Oh, wie schlimm ist das? Oh, das kann weg. Wenigstens habe ich noch eine Tüte. Dachte ich jedenfalls. Nicht in Ordnung, Schatz. Tut mir leid, tschüss. Nicht so schnell. Oh-oh. Die Balance. Im Mutterhirn arbeitet es. Das wird lustig. Die Ballons sind mit Mehl gefüllt. Schau sie dir an. Für dich. Huh? Wow, kleine Ballonfreunde. Danke. Viel Spaß. Das war knapp. Gleich geschafft. Oh, gleich habe ich den Highscore geknackt. Wieder so ein sinnloses Spiel. Hier, warum liest du nicht ein Buch? Ich weiß nicht. Ich mag Bienen. Das Blatt kann ich gebrauchen.
Wow. Oh mein Gott, nein. Zerreiße keine Bücher. Okay, wo war ich gerade? Noch eine scharfe Kurve. Hier ist was anderes. Viel besser für deine Motorik. Das macht Spaß. Aber mein Handy. Auf dem Ding laufen keine Spiele. Zurück zum Handy. Ach ja? Was ist mit Frau Huhn? Hey, sie hat einen Hut auf. Wow. Danke. Du sitzt hier. Jetzt mach deinen Eiertanz. Wow, sie legt ein Ei. Guck. Mach's nochmal. Na los, leg noch eins. Sie ist kaputt. Ich hasse sie. Warum die Tränen? Das Huhn ist kaputt. Guck doch. Es funktioniert nicht mehr. Was? Ich kann bestimmt was machen. Zuerst brauche ich eine Umrandung. Den Daumen schön nach oben strecken, dann die Lücke schließen. Jetzt zu den Details. Und Farbe. Guck dir das an. Bereit zum Ausschneiden. Einfach den schwarzen Linien folgen. Langsam beim Bogen. So. Siehst du das zweite dahinter? Und jetzt wird's interessant. Bereit? Das hier kommt oben drauf. Schon fertig. Was ist das? Es ist ein Huhn, siehst du? Und hier ist das Ei. Wie cool. Kann ich's haben? Es gehört ganz dir. Da kommt es. Das nehme ich. Jetzt ist Mamis Spielzeit. Hab dich lieb, Hühnchen. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Oh, hier muss doch was Essbares drin sein. Wenigstens ein Stückchen Schokolade. Oh, was für ein Tag. Hä? Was ist da drüben los? Hier gibt's nichts. Oh, ich hab großen Hunger. Ich brauch was zu essen. Hoppla, das sieht nicht gut aus. Hey, hier drüben. Hä? Was ist los? Nimm Platz. Komm schon, mach's dir gemütlich. Okay, klar. Stimmt was nicht? Was hast du da? Das gehört mir. Ich hab's zuerst gefunden. Entspann dich. Ich will deinen Müll nicht. Das kannst du definitiv behalten. Das ist peinlich. Ich muss das ändern. Und ich hab genau das Richtige. Schau dir das an. Ist ein stinknormaler alter Hut. Leg deine, Kumpels da rein. Na los. Bist du sicher? Ich mach's. Wow, unfassbar. Ist wie ein Zaubertrick. Der ist köstlich. Ich wusste, dass dir das gefällt. Kann ich die Kacke reinlegen? Ich mach's. Guck, was gerade passiert ist. Das ist so cool. Die Kacke wurde zu Schokotrops. Lecker. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Freut mich zu hören. Ich hab noch ein Teil. Die Ratte. Rein mit dir. Mal sehen, was es wird. Süße, süße Schokolade. Warte mal. Das ist ein goldenes Ticket. Wow, heute ist mein Glückstag. Warte, heißt das, du bist Willy Wonka? Freut mich, dich kennenzulernen. Wollen wir? Klingt gut. Ich wünschte, ich hätte keine Hausaufgaben auf. Aber ich muss die machen. Mal nachdenken. Oh ja, das weiß ich. Läuft gut. Hey, Mindy. Wow, Snacks. Billig. Bedien dich. Es sind deine Lieblingssorten. Du bist die Beste. Süßes, süßes Bonbon. Wow. Autsch. Oh nein. Meine Süßigkeiten. Wie ungünstig. Ich helfe dir auf. Ich habe mich schon auf die gefreut. Warum musste das passieren? Ich habe nie Glück. So ärgerlich. Hey, nicht weinen. Überlass das mir. Ah, ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche einen Krug und eine Tüte Bonbons. Die sehen lecker aus. Ich hole die Bonbons aus der Tüte und trenne sie nach Farben. Die roten kommen in den Krug und werden dann geschmolzen. Schön klebrig und lecker. Okay, konzentrier dich. Ich habe einen Lollistiel in eine Form gesteckt.
und da gieße ich das jetzt rein. Dann noch hart werden lassen und aus der Form holen. Jetzt brauche ich eine Kette. Ich befestige die am Lolli. Das ist eine Lolli-Halskette. Ich habe auch Gummibärchenohrringe gemacht. Hier für dich, Mandy. Wow, was ist das? Ist das für mich? Die sind fantastisch. Du siehst toll aus. Ich liebe die. Aber ich habe immer noch kein Bonbon. Sei nicht traurig. Ich bin Willy Wonka. Erinnerst du dich? Ich habe immer Süßigkeiten. Das ist für dich. Wow, der Tag wird immer besser. Vielen Dank. Oh, Limo. Die ist perfekt. Ich nehme auch eine. Schmuckherstellung macht durstig. Ah. Puh, was für ein Tag. Schule war hart. Ich denke, ich gönne mir einen Snack. Die Auswahl ist groß. Oh, ich nehme den Lutscher. Der sieht gut aus. Lecker wird der auch sein. Ich mache die Verpackung auf. Oh, ist ja schwieriger, als es sein sollte. Ich werde die abbeißen. Na los, das klappt nicht. Ich probiere was anderes. Ich schneide die auf. Das müsste gehen. Machst du Witze? Jetzt wird es persönlich. Ich will doch nur diesen leckeren Lolli. Ich bin Karate-Meisterin. Angriff! Nimm das und das. Harter Kerl, was? Dir werde ich zeigen. Hau! Jetzt zum finalen Zug. Ich nenne das Tanzen der Lotus. Gibst du auf? Nein, das darf nicht sein. Jetzt wird's industrieller. Halt still. Hä? Wer ist da? Was hast du vor? Mach Platz. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay, dann mach du ihn auf. Bitte sehr. Das ist ganz einfach. Einmal kurz drehen. Tada! Ich denke, den willst du. Wow, bei dir sah das so einfach aus. Ich werde es probieren. Halten und drehen. Guck dir das an. Ich hab's geschafft. Doppelter Lolli, doppelter Geschmack. Was würde ich nur ohne dich tun? Daran möchte ich nicht denken. Jetzt entspannen wir uns. Die habe ich mir verdient. Die Blasen kitzeln. Zeit zum Abendessen. Aber zuerst möchte ich ein Glas Apfelsaft trinken. Genau, was ich jetzt brauche. Der sieht so frisch aus. Den mag ich. Das sollte reichen. Ich stelle ihn hier hin. Was koche ich? Vielleicht Pizza? Ja, Pizza. Hä? Was war das für ein Geräusch? Habe ich mir wohl eingebildet. Wo war ich? Wo kommt dieses Geräusch her? Moment mal, was ist mit meinem Apfelsaft passiert? Sehr merkwürdig. Haben wir Geister hier? Widersetzt sich meine Küche den Gesetzen der Physik? Ich verstehe das nicht. Schön eingießen, Mom. mehr. Oh, endlich ein wenig Ruhe. Endlich, nur ich und mein Buch. Darauf freue ich mich echt schon die ganze... Was ist das? Was ist hier los? Das ganze Haus wackelt ja. Nein, das darf nicht sein. Alles, nur nicht das. Gina, keine Bange. Mami kommt schon. Geht's dir gut, Süße? Worin stehe ich denn hier? Das ist so klebrig und es ist überall. Oh. Ew. Das ist Schnodder. Wie kann das sein? Ich verstehe das nicht. Oh, mein Schätzchen, Mami ist ja da. Ich fühle mich nicht gut. Oh, mitten ins Gesicht. Das ist ekelig. Ich kann nichts dafür, Mami. Bin gleich wieder da. Komm schnell wieder. Ich habe Medizin. Mit der geht's dir schnell besser. Schön aufmachen. Nee, auf keinen Fall. Dieser Schnuller verlässt meinen Mund niemals. Das wird schwieriger als gedacht. Oh, hier kommt das Flugzeug. Der Flughafen ist zu. Okay, na gut. Ihr habt es gezeigt. So leicht gebe ich aber nicht auf. Du musst das hier einnehmen. Keine Widerrede. Das schmeckt richtig gut. Hast du gerade den Löffel weggetreten? Ich wusste doch, dass der Karateunterricht eine schlechte Idee war. Du weißt ja noch nicht, was meine Hände können. Das klingt etwas beunruhigend. Ich brauche Verstärkung.
Frau Doktor. Ich brauche Ihre Hilfe. Mein kleines Mädchen will ihre Medizin nicht nehmen. Ich habe genau das Richtige. Danke, Frau Doktor. Bin gleich wieder da. Bin ich froh, Sie zu sehen. Das Geld? Ich hoffe, das klappt. Das werden wir gleich herausfinden. Gina, schau mal, was ich hier habe. Ich denke, das wird dir gefallen. Was ist das? Sieht aus wie ein Schnuller. Hä? Magst du es mal probieren? Sieht doch gut aus, oder? Ja, gib her. Gefällt mir. Und ich spritze die Medizin einfach direkt in deinen Mund. Nein, der Nieser ist weg. Ich bin mir sicher, der Campingplatz ist hier. Warte, steht die Karte auf dem Kopf? Hey, ich bin froh, einfach nur was Sonne zu tanken. Also, ein riesiges rotes X markiert den. So schwer kann der nicht zu finden sein. Meinst du, wir sind... Gib mir einen Moment. Meine Uhr zeigt uns die richtige Richtung. Oh, ich wusste das. Dann lass uns das Lager aufschlagen. Ich muss nur meinen Rucksack ablegen. Wow, war der schwer. So ist schon besser. Also, ich packe immer leicht. Fangen wir an. Ist das aufregend? Die wilde Natur. Ich, meine Tochter und Mutter Natur. Wir haben noch jede Menge zu tun. Wir brauchen Sitzplätze. Und ich habe meinen Klappstuhl dabei. Ich gehe nie ohne den aus dem Haus. Der ist total bequem. Ach, schon besser. Das ist so gut. Warum setzt du dich nicht auch? Gute Idee, Mom. Ich hole mir meinen Stuhl. Ach, da ist er ja. Ich muss den nur ausziehen. Was? Das war einfach. What? Den finde ich klasse. Ziemlich cool, oder? Alles klar, Mom? Vom vielen Wandern habe ich Hunger bekommen. Ich brauche was zu essen. Und zwar schnell. Wie wär's mit Hot Dogs? Der perfekte Campingsnack. Ja, das gefällt mir. Ich mache das Lagerfeuer. Gut, dass ich Streichhölzer dabei habe. Oder mache ich es auf die altmodische Art? Yeah, bleiben wir beim urigen Campgefühl. Das habe ich in Filmen gesehen. So schwer kann das nicht sein. Warte kurz, ich hab's gleich. Sollte jeden Moment soweit sein. Lass dir Zeit, ich bereite die Tomaten vor. Wow, die sind schön frisch. Oh, ich könnte die sofort essen. Wie magst du Eier am liebsten? Ach egal, ich überrasche dich einfach. Das wird ein Festmahl. Wie läuft's, Mom? Brennt es schon? Ich arbeite noch dran. Oh, können wir das irgendwie beschleunigen? Mein Magen knurrt total. Vielleicht kann ich ja auch was tun. Lass mich nachdenken. Ich hab's. Ich brauche nur was aus meiner Tasche. Ach, da ist es ja. Das rettet uns den Tag. Was ist das für ein Ding? Lass dich überraschen. Ich schlage ein Hühnerei in den Behälter. Vorsichtig, ich will keine Schalen drin haben. Dann kommt das Tierwürstchen. Ich stecke es zum Hühnerei dazu. Und nun passiert der Zauber. Lass mich mal sehen. Das wird dir gefallen. Vertrau mir. Zeit für die große Enthüllung. Schau's dir an. Ein Hotdog in Hühnerei gerollt. Aha, na das ist ja ganz interessant. Essen wir. Ja, kann man essen, würde ich sagen. Gib mir mal das Rezept. Du hast das Zelt eingepackt, oder? Oh oh. Es dauert gar nicht lange, Schatz. Ich muss dringend ins Büro. Aber ich bin bald zurück. Na. Ich werde dich vermissen. Ew. Mami hat dich lieb. Meh. Bye, Schätzchen. Bye, Mom. Ich dachte schon, sie geht nie. Das wird fantastisch. Ich kann so viele Chips essen, wie ich will. Gleich jetzt. Die werde ich genießen. Knusprig. Ich habe überall Süßigkeiten versteckt. Mom hat keine Ahnung. Man weiß nie, wann man sie braucht. Total lecker. Das könnte ich echt jeden Tag essen. Ah, ganz vergessen, dass ich die hier versteckt habe. Oh yeah, so muss das sein. Ich will noch mehr. Ich liebe alle Snacks. Egal was es ist, ich esse es. Ich bin im Snack-Himmel. Das ist so fantastisch. Es gibt noch mehr zu knabbern. Marshmallows. Yippie. Die sind so weich und lecker. Ich liebe die. Mehr, mehr. Bin ich froh, dass das vorbei ist. Wo sind denn meine Schlüssel? Gina kann mich reinlassen. Oh oh, Mom ist wieder da. Das könnte ein Problem geben. Mama wird wütend werden. Gina, bist du da? Mach die Tür bitte auf. Oh, oh, ich stecke in Schwierigkeiten. Hey, aufmachen. Warte mal. Mein Schleim. Das ist die Lösung. Was würde ich nur ohne den tun?
Na los, ich habe keine Zeit dafür. Gina, was ist denn da drin los? Beeilung. Ich glaube, der macht das mit Absicht. Oder der baut gerade einen Spannungsbogen auf. Okay, so müsste es gehen. Schnell sauber machen. Ich muss den Schleim nur auf den Krümel drücken. Und er nimmt alles auf. Zack, und weg ist es. Wie Zauberei. Ich muss schnell machen. Ich glaube, ich habe alles. Das macht mir Appetit. Konzentrier dich, Gina. Komm, Mom. Hey, schon zu Hause? Was hast du gemacht? Ich habe geklingelt. Sorry, ich habe gelernt. Du weißt doch, ich und die Mathebücher. Oh, okay. Wow, schau dir das an. Das ist sauberer als vorher. Ja, ich dachte, ich mache auch noch ein bisschen sauber. Wow, danke. Vielleicht sollte ich öfter mal verschwinden. Ich bin beeindruckt, Gina. Vielen Dank. Warte. Oh, ich muss los. Gina. Diese Farben sind so grell. Babysitter gesucht? Das Geld könnte ich gebrauchen. Ich bin da. Was wollen die Sterblichen hier? Ekelhaft. Ich glaube nicht. Verschwindet. Oh. Vampir! Ich stehe nicht auf Konkurrenz. Hallo? Bist du der Babysitter? Komm rein! Danke fürs Kommen. Du wirst meinen Sohn lieben. Ist er nicht bezaubernd? Er liebt diese Kartoffelchips. Aha. Ich bin weg und in ein paar Tagen zurück. Ernsthaft? Hat er Tage gesagt? Was macht dieser Bastard jetzt? Hallo, Babysitter. Lass uns spielen. Ja, beweg dich. Hab dich. Dafür ist es noch zu früh. Och nö, ich hab verloren. Ich hasse das. Du hast gezuckt. Loser-Alarm. Es reicht. Komm her. Langsamer. Ich fordere dich zum Duell heraus. Attacke. Ich habe große Angst. Und ich bin müde. Endlich. Schlafenszeit. Oh, Jared. Hä? Zeit, ins Bett zu gehen. Schlafenszeit. Aber ich will nicht ins Bett. No. Nö. Jared, komm her. Niemals. Ich bleib die ganze Nacht auf. Au. Was zum... Wach auf. Schlafen wir? Nö. Oh yeah. Warte kurz. Jared, guck mal. Hä? Ich höre. Lass uns ein Spiel spielen. Du machst die Augen zu und ich verstecke mich. Hä? Ich werde gewinnen. Okay. Sehr gut. Nicht schummeln. Bin ich genial oder was? Bereit oder nicht, ich komme. Wo ist sie hin? Ha! Nö, hier nicht. Wo könnte sie sein? Ich versteh's nicht. Okay. Du wirst noch eine Weile suchen müssen. Gute Nacht. Endlich eine Auszeit. Mir ist langweilig. Oh, krass. Was? Dein Gesicht wie ein Schweinchen. Wie bitte? Niemals. Ich spüre nichts. Ist egal. Guck's dir an. Oh, danke, Jared. Also, ich sehe Ketchup. Schätze, du hast recht. Igitt. Naja, dein Gesicht ist voll. Okay, besser? Alles sauber, oder? Naja, sauber ist nicht das richtige Wort. Nein? Ist was auf meiner Nase? Besser? Oh, jetzt ist definitiv besser. Ja, perfekt. Oh, danke, Kleiner. Lass uns ins Kino gehen. Ja. Oh, wie lustig. Ja, los gehen wir. Der Film fängt auch gleich an. Mhm. Okay. Beeilung, wir wollen die guten Plätze. Hier, gerade noch rechtzeitig. Schönes Make-up. Voll hässlich. Los, wir gehen. Kannst du das erklären, Jared? Okay, ich sag's dir. Hä? Was sagen?
Bleib ruhig, ich hab nur Spaß gemacht. Ich kapier's immer noch nicht. Oh, Kinder. Ich will jetzt mein Frühstück. Madison? Der Spaß hört einfach nie auf. Essen, essen, essen. Sei still. Warte, fast vergessen. Ich werde dafür bezahlt. Gut, dein Wunsch ist mir Befehl. Zufrieden? Hä? Oh, ja, gib mir. Mach die Schüssel voll, okay? Yay! Da fehlt noch was. Ja, einfach eingießen. Ja, da auch. Warte, warte, da ist ein Vogel. Hä? Ich sehe nichts. Reingelegt. Dein Frühstück wird schön würzig. Warum kichert er so? Dummes Kind. Fantastisch. Ich meine, egal. Es gibt Süßigkeiten im Kühlschrank. Oh, gut. Siehst du sie? Volltreffer. So viel. Ja, er hält sich für besonders schlau. Zwei können dieses Spiel spielen. Ich meine, komm, setz dich. Yay. Mwah. Wow, danke. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Iss erst deine Flakes, okay? Sehr gut. Okay. Genieße sie. Oh, das werde ich. Aha. Ja. Yep. Gut, was? Ekelhaft. Das Brennen soll aufhören. Hilfe. Frühstück und eine Show. Das war so nicht geplant. Alles nur Spaß, oder? Hier muss es sein. Klopf, klopf. Ah, hallo. Ihr seid wegen des Babysitterjobs hier. Kommt rein. Also, das ist Charlie, meine kleine Prinzessin. Schön, dich kennenzulernen. Oh, du bist ja eifrig. Bringen wir es hinter uns. Wow, was ist das denn für eine Einstellung? Das ist ein harter Brocken, Dad. Ich muss los. Kümmert euch um mein kleines Mädchen. Ist uns ein Vergnügen. Das sollte genug sein, andernfalls. Juhu, ich liebe dich, mein Schatz. Ich fahr zum Strand. Ich weiß, ihr werdet die besten Freunde. Ja, das wird nicht passieren. Niemals, auf gar keinen Fall. Ist das nicht lustig? Es geht nichts über einen guten Film. Mir ist langweilig. Oh, mein Magen knurrt. Ich brauche was zu essen. Hä? Was hast du gesagt? Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Bin gleich wieder da. Wo geht sie hin? Sie ist so nervig. Ich habe hier leckere Snacks für dich. Wie wär's mit einer knackigen Karotte? Du machst Witze, oder? Okay. Tomate? Bäh. Apfel? Der könnte gut sein. Sieht jedenfalls so aus. Ich liebe Äpfel. Mein Zahn! Okay, das ist interessant. Sehe ich cool und gefährlich aus? Keine Panik, ich rufe den Zahnarzt an. Hey, entspann dich. Ich mag diesen Look. Was ist ihr Problem? Muss ich mich um alles kümmern? Gib den her. Was hast du vor? Das wirst du gleich sehen. Halt still. Ich bin nicht so gut im Zielen. Aber ich habe geübt. Zielen? Hä? Ist das dein bester Wurf? Beim nächsten Mal wirst du treffen. Der hat nicht gezählt. Jetzt treffe ich. Die Kerze gefällt mir sowieso nicht. Du bist echt schlecht in sowas. Ich bin nicht gut unter Druck. Machen wir es interessanter. Los geht's. Wow! Warte mal. Wie hast du das gemacht? Was ist hier los? Ich muss was dagegen tun. Du kommst mit mir mit. Das darf nicht nochmal passieren. Dieser Schneider ist die Lösung. Der macht den Apfel Shelly sicher. Ich leg den Apfel hier hin. Dann kommt der Schneider obendrauf. Jetzt drücke ich den nach unten. Und der schneidet den Apfel in Stücke. Guck's dir an. Hier für dich. Wow, das ist ziemlich cool. Warte mal. Was starrst du so? Augen weg von meinen Cookies. Hey, ich krieg Apfel und sie Cookies? Das ist doch ungerecht. Aber mehr Apfel für mich, schätze ich.
Endlich ist es soweit. Shelly hat Geburtstag. Wir haben eine Menge zu tun. Ist das nicht aufregend? Komm mal wieder runter. Der Ballon passt hier gut hin. Alles muss schön bunt werden. Und wir brauchen eine leckere Torte. Happy Birthday! Ihr habt das für mich gemacht? Wow, unglaublich! Die Partydekoration ist interessant. Alles selbst gemacht. Hoffe, es gefällt dir. Es ist schließlich dein besonderer Tag. Ich sollte mir wohl was wünschen. Ich hab's. Hoffe, der wird wahr. Juhu, lasst uns feiern. Das wird ein Riesenspaß. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich hab was für dich. Habe ich selbst ausgesucht. Wow, das wäre nicht nötig gewesen. Das ist wirklich für mich. Was da wohl drin ist? Oh, eine Puppe. Hättest du nicht tun müssen. Im Ernst, das hättest du nicht tun müssen. Ich habe auch ein Geschenk. Du wirst es lieben. Ist viel besser als diese dumme Puppe. Okay. Es lebt aber nicht, oder? Ich werde langsam nervös. Was zum... Es ist ein Schädel. Ah! Ich will's doch nicht. Ist für dich. Aber das habe ich für dich besorgt. Das kommt von Herzen. Ist okay, glaub mir. Okay, dann behalte ich es. Du verpasst was. Als ich in deinem Alter war, hätte ich gerne eine Guillotine bekommen. Schau dir nur diese Handwerkskunst an. Was? Eine Guillotine? Was macht die denn? Ich hatte gehofft, dass du das fragst. Ich werde es dir zeigen. Ich brauche ein Opfer. Ich meine, einen Freiwilligen. Mach's dir bequem. Das könnte ein bisschen wehtun. Bereit für den coolen Teil? Meine Puppe! Tada! Das nennt man Verbesserung. Was habe ich da gerade gesehen? Das ist voll cool. Willst du mich verarschen? Oh, das hat wehgetan. Mir geht's gut. Nein, doch nicht. Und die tapfere Prinzessin rettete den verängstigten Prinzen und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich kann kaum noch meine Augen offen halten. Die Geschichte ist so langweilig. Oh, sie sieht so süß aus. Mein Herz ist voller Liebe. Süße Träume. Was ist hier los? Ist da jemand? Shelly. Komm zu uns, Shelly. Was? Nein, geh weg. Ich kann Karate. Shelly? Oh nein, nicht unter meiner Aufsicht. Dich mache ich fertig. Zeig dich. Was zum... Runter damit. Überraschung. Raus mit dir. Ich wollte nur helfen. Ich bin echt wütend. Alles in Ordnung. Warte, lass mich nicht alleine. Ich will nicht alleine sein. Lass mich nachdenken. Vielleicht habe ich was in meiner Tasche. Mal sehen. Wie ist das da reingekommen? Was habe ich sonst noch? Oh, Chris. Das hast du nicht gesehen. Warte, Rasierschaum? Hier könnten noch mehr Monster sein. Ich weiß, was zu tun ist. Ich muss noch was ändern. Hoffe, das klappt. Guck mal, was ich habe. Ein Anti-Monster-Spray. Alle Monster hassen das. Wirklich? Dieses Ding? Funktioniert das? Hör auf. Nimm das. Stell die Dose hin. Okay, schätze, ich habe das verdient. Ich dachte, du wärst... Ups. Schon gut. Mein Fehler. Das riecht gut. Nee, ich muss mich übergeben. Mach aber nicht schmutzig. Okay, das war lustig. Ich habe sie voll erwischt. Das hast du. Was da wohl drin ist? Kann ich sie öffnen? Bitte. Wow, das ist dein Handy. Das hatte ich nicht erwartet. Das ist meins. Ich mag dieses Spiel. Das macht Spaß. Hey, das ist nicht fair. Es muss doch etwas anderes hier drin sein. Oh, das ist aber so enttäuschend. Nächstes Mal mehr Glück. Ich kann das Handy nicht richtig halten. Was soll das? Das kann weg. Hä? Was ist das? Oh, wow. Oh, das ist süß. Es ist so schwammig. Vielleicht kann ich das hier quetschen. Oh, das fühlt sich gut an. Es ist ein bisschen eklig, aber ich liebe es. Das kann nicht sein. Ich war am Gewinnen. Nein! Du machst mir Angst.
Blödes Spiel! Ich will einfach etwas kaputt machen! Nimm das! Ich bin so wütend! Mach, dass es aufhört! Oh, Gabby, versuch das mal! Was? Hä? Was ist das? Gib mir das! Das ist perfekt! Es ist schön weich! Also, das gefällt mir eigentlich ganz gut! Ich spüre, wie mein Ärger dahin schmilzt! Oh, das könnte ich den ganzen Tag tun! Ich liebe es! Quetsch es! Na los! Wirklich? Also gut. Los geht's! Ah, aber doch nicht auf mich zielen! Wow, direkt in dein Gesicht! Hoppla, das war eigentlich ein Unfall, aber es war ein beeindruckender Schuss, oder? Das ist so ekelhaft! Igitt! Oh, was haben wir denn dieses Mal? Lass sie uns gemeinsam öffnen! Los, mach schon! Hä? Das war's? Eine Erbsenschote? Oh, schau mal. Wow. Schauen wir uns das mal genauer an. Oh, jetzt verstehe ich. Es ist ein Fidget-Toy. Ha, das ist ja toll. Die Erbsen tauchen immer wieder auf. Guck mal, Ashley. Ich glaube nicht, dass ich ein Spielzeug habe. Was soll ich damit tun? Moment mal. Bonjour. Gehört das zu Ihnen? Geben Sie es her. Hey, nicht so schnell. Halt! Schau, was du getan hast. Entschuldigung. Viel Spaß mit der Erbsenschote. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht kann ich diese Perlen verwenden. Aber wofür? Hallo, kleine Erbse. Hä? Warte, ich hab's. Ich brauche die Perlen und einige Gummibänder. Ich werde das Gummiband durch das Loch wedeln. Einfach so. Jetzt wird die Perle dekoriert. Ich male einen Smiley drauf. Oh, sie sieht so glücklich aus. Ich habe ein Stück Karton in Form einer Erbsenschote ausgeschnitten. Jetzt klebe ich das Gummiband auf den Karton. Ich möchte die Enden überdecken. Sie müssen sicher sein. Wenn der Kleber trocken ist, kann ich die Karte umklappen. Lass es uns mal probieren. Es sieht großartig aus. Wer braucht schon ein schickes Fidget-Toy? Das ist genauso gut. Schau dir das an. Wow. Darf ich es mal versuchen? Ich tausche mit dir. Okay, warum nicht? Danke. Hier. Wow, das ist voll toll. Du bist so clever, Ashley. Also, das ist langweilig. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Das war voll cool. Werf mir einen Blick hinein. Ach komm schon, Klopapier? Was? Also, ich denke, ich kann es mir für später aufheben. Oder benutze es als Teleskop. Klopapier? Hey, kannst du mich sehen? Hey, so lustig ist das nicht. Was hast du denn da? Oh ja, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich hoffe, es gibt etwas Gutes da drin. Was soll das? Es ist eine Erdnuss? Ich hatte auf etwas Spannenderes gehofft. Was soll ich damit tun? Oh, warte einen Moment. Das ist ja eine weitere Erdnuss. Interessant. Das ist eine Spur. Es gibt wohl nur mich und mein Klopapier. Was soll ich denn jetzt tun? Das vertreibt die Zeit. Eine Erdnuss? Was hat die in meinem Müsli zu tun? Aha, ein weiterer Hinweis. Beachtet mich nicht. Ashley, du solltest nicht hier sein. Oh, das Ende des Weges. Ich werde das nehmen. Soll das Spaß machen? Was machst du da? Das ist ja das Schlimmste. Ich weiß. Hey, schau mal, was ich hier habe. Ein Mini-Baumstamm? Ich bin so verwirrt. Was bewirkt das? Wow! Echt jetzt? Hast du das gesehen? Ich bin so neidisch. Alles, was ich habe, ist eine Klopapierrolle. Moment. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe einen kleinen Streifen Papier. Ich rolle die Klopapierrolle darin ein.
Dann klebe ich die Enden zusammen. Jetzt zeichne ich ein paar Muster darauf. Ich möchte, dass sie wie ein Baumstamm aussieht. Das sieht ja gut aus. Jetzt stecke ich diesen Ballon rein. Ich ziehe das Ende des Ballons durch. Der Luftballon passt perfekt. Dann klebe ich einige Papierarme an den Ballon. Einfach so. Ich male ein Gesicht auf den Ballon. Ich will ihn nicht zum Platzen bringen. Jetzt quetsche ich die Rolle aus. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Oh, schau mal her. Es taucht immer wieder auf. Ha. Was denkst du, Ashley? Oh, ich liebe das. Sie sind unsere kleinen Knallkumpels. Oh, sie sind so süß. Ich dachte, du wärst gut darin. Wow, also das wird mir nie langweilig. Kann ich sie öffnen? Nur zu. Luftballons. Viele, viele Luftballons. Zumindest hätten sie die Luftballons aufblasen können. Öffne deine. Okay, ich liebe Überraschungen. Wahnsinn. Schau dir das an. Was ist das? Es gibt auch ein Spielzeugauto. Was bewirkt das? Also besser als Luftballons. Ich fange besser an zu blasen. Das kann eine Weile dauern. Versuchen wir das nochmal. Was ist denn mit denen los? Aller guten Dinge sind drei. Schau mal, ich schaffe es. Ich muss weitermachen. Nein! Kein Bock mehr auf Luftballons. Du kannst sie haben. Da muss mehr dahinter stecken. Oh, Gabys Luftballons. Warte, ich frag mich. Ich weiß, was es bewirkt. Ich verbinde das Auto mit dem Schwein. Dann stecke ich den Ballon auf diese Düse. Scheint fertig zu sein. Jetzt pumpe ich ihn auf. Es funktioniert. Ich werde diesen Knopf drücken. Das Auto fährt. Schau, wie es fährt. Wahnsinn. Das ist so cool. Was ist das für ein Lärm? Oh, schau mal. Das ist so clever. Das bringt mich auf eine Idee. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Ich muss Löcher in diesen Karton machen. Ich habe einen rosa Luftballon aufgeblasen und schiebe ihn durch ein Loch. Und das gleiche mit verschiedenfarbigen Luftballons. Ich möchte, dass die Luftballons die gleiche Farbe haben wie die Reihen. Die Löcher sind alle gefüllt. Wow, es ist wie ein riesiges Simple-Dimple. Ich muss nur die Luftballons anschieben. Es fühlt sich so gut an. Ashley, schau mal, was ich gemacht habe. Hä? Wow, das sieht nach Spaß aus. Siehst du, Luftballons sind gar nicht so schlecht. Wow, diese ganzen Spielsachen. Wie krass. Ein echter Roboter. Der ist so cool. Mami, 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 was willst du? Kann ich diesen Roboter haben? Ja, schön, ich denke schon. Das hört wohl nie auf. Hi, ich nehme diesen supergeilen Roboter. Warte mal, was ist das denn? Sieht das noch jemand? Mom, ich will doch was anderes. Ich will die gruselige Puppe. Nein, wir gehen jetzt nach Hause. Aber die Puppe. Wow, der Junge war ja nervig. Was ist hier los? Das gefällt mir gar nicht. Jetzt fühle ich mich besser. Wo kommst du denn her? Du bist doch nur ein Hirngespinst, oder? Das ist komplett durchgeknallt. Ruf mich an. Ich glaube, ich arbeite zu viel. Das ist ungerecht, Mom. Du hast den Roboter bekommen, oder? Ja, stimmt schon. Aber ich wollte lieber die Puppe haben. Tja, das Leben steckt voller Enttäuschungen. Hä? Was war das? Ist da jemand? Mom, bist du das? Wow. Hey, warum guckst du mich so komisch an? Keine Angst, Liam. Oh Gott, ich muss mich verstecken. Aber wo? Ach je, was mache ich nun? Da bist du ja. Ich habe dich schon überall gesucht. Was willst du? Ist das mein Ende? Ich will zu meiner Mom. Was machst du denn da, Liam? Ich werde dir nicht wehtun. Komm, gib mir deine Hand. Versprochen. Komm, wir gehen. Du scheinst nett zu sein. Ich hasse Staub. Das Haus muss blitzblank sein.
Was muss noch gereinigt werden? Oh, was für ein Durcheinander. Liam räumt seine Legosteine nie weg. Scannen. So wird das nichts. Protokoll für verstreutes Spielzeug aktivieren. Schon besser. So etwas stresst mich immer so. Nun kann ich den Teppich wieder sehen. Aber für wie lange? Seine Steine lege ich hier hin. Aber ich habe noch zu tun. Es gibt noch so viel zu entstauben. Glänzt das Haus, glänzt auch der Geist. Gleich bin ich fertig. Total mies, ich habe seine Haare verloren. Glatze sieht nie gut aus. Oh, vielleicht sind sie da drin. Ich guck mal. Nee, ich muss sie rausholen. Nun sehe ich alle Teile. Hey, sind die das? Genau, wonach ich gesucht habe. Sieht wieder gut aus. Nun kämpfe gegen die bösen Jungs. Woo! Auf geht's. Ich dachte, ich hätte Liam gehört. Was zum... Ich habe hier eben aufgeräumt. Das kann einfach nicht wahr sein. Es gibt nur eine Person, die dafür in Frage kommt. Liam. Na los. Hey, rein mit dir. Na gut, was willst du? Nicht bewegen. Das werde ich genießen. Was hast du vor? Was ist hier los? Ich umwickle dich mit Klebeband. Aber die klebrige Seite zeigt nach außen. Wow, mir wird ganz schwindelig. Das ist deine eigene Schuld. Wow, wo bin ich? Ich helfe dir auf. Gut gemacht, du hast sie aufgesammelt. Hey, guck mal. Ich bin ein Lego-Männchen. Das war voll cool. Hat Spaß gemacht. Und das Haus ist endlich sauber. Hey, Lust auf was Lustiges? Na los. Das nimmt wohl nie ein Ende. Na komm schon, du bist langweilig. Meine Arbeit ist nie erledigt, aber es könnte schlimmer sein. Ich könnte noch im Laden stehen. Der Boden sieht gut aus. Ich stelle den Warnhinweis auf. Man kann nie vorsichtig genug sein. So, ich bin ziemlich zufrieden. Was steht noch auf der Liste? Dieses Game ist voll cool. Wenn ich da nur besser drin wäre. Wow, was ist hier los? Schön in Bewegung bleiben. Hey, ich hab den Rhythmus raus. Oh yeah, das ist es. Phew, war das knapp. Was ist das? Okay, das erklärt alles. Und bringt mich auf eine Idee. Das wird grandios. Hier ist ein guter Startpunkt. Und los. Und schlittern. Wow, das ist das Coolste, was ich je gemacht habe. Woohoo! Wow. Oh oh, das klang nicht gut. Keine Panik, ich komme. Bist du okay, Liam? Scheinbar nicht. Mayday, Mayday! Hey. Oh, Liam, was hast du getan? Gib mir die Socke, komm. Die wird das Problem lösen. Offensichtlich war das Schild nicht genug. Zum Glück weiß ich, was zu tun ist. Dafür brauche ich nur die Klebepistole. Mit der male ich ein Herz auf die Socke. Und noch eins hier. Was fehlt noch? Ah, ich setze noch zwei Punkte. Das habe ich auch mit der zweiten Socke gemacht. Die hier sind für dich. Sie werden verhindern, dass du ausrutschst. Socken? Oh, danke. Na gut, spiele ich halt mit. Die sind schön weich. Dann mache ich mal einen Testrutscher. Hey, die sind echt gut. Machst du mir was zu essen? Ich habe voll Hunger. Gut Ding will Weile haben. Ja, schon klar. Das war's? Das hat so lange gedauert. Na los, probier mal. Muss ich? Ich will das doch gar nicht. Na los, iss das. Nein, ich will nicht. Was mache ich denn jetzt nur? Ich bin gleich wieder da. Hey, lass dir ruhig Zeit. Mäh, eklig. Versuchen wir mal was anderes. Ich muss das nur aufbauen. Hey, sind das meine Zuggleise? Ich bin verwirrt. Was machst du da? Das wirst du gleich sehen. Ich muss nur die Strecke vorbereiten. Das wird das letzte Stück. Aber eine Sache fehlt noch. Der Zug. So wird das etwas. Und wir brauchen noch Waggons. Ich liebe Züge. Koppeln wir sie an. Das Bahnhofsgebäude darf natürlich auch nicht fehlen. Und Bäume auch nicht. Oh, hier sind die Warnsignale. Ja, das gefällt mir voll. Der Zug hat eine besondere Ladung. Und zwar diese Soßennäpfe. Was? Voll cool. Jeder Zug braucht einen Speisewagen. Sieht lecker aus. Hey, was machst du da? Ich hol nur die Chips. Ich weiß doch, dass du die magst. Du kennst mich so gut.
Und nun ist der Zug abfahrtbereit. Tuff, tuff, gute Fahrt. Wow, voll faszinierend. Oh, ich weiß, ich koste mal diesen Dip. Schmeckt gut. Ich wünschte, jedes Essen wäre so. Ich find's voll cool. Wusste ich doch, dass das klappen würde. Versuchen wir das nochmal. Er fährt ein. Und hier kommt das Essen. Ich stell's mal in die Mitte hinein. Denk dran, alles aufzuessen. Wird gemacht. Die Trauben sehen lecker aus. Warum ist mir das nicht schon früher eingefallen? Ich könnte das den ganzen Tag angucken. Und weißt du was? Das mache ich auch. Da kommt die Soße. Backen macht Spaß. Warum hilfst du deiner Schwester nicht? Zieh die Schürze an. Muss ich wirklich? Das macht Spaß. Ja, sicher. Okay, dann mal los. Den Teig so kneten. Ah, okay. Sieht gut aus. Jetzt brauchst du ein Nudelholz. Es soll helfen, meine Verspannung zu lösen. Es gefällt mir. So wie hier, ja? Backen ist einfach. Etwas stimmt da nicht. Luna, wir haben ein Problem. Das esse ich nicht. Tu etwas. Schon gut, wir bringen das in Ordnung. Achte darauf, was du tust. Es war ein Versehen. Mein Haar ist immer im Weg. Das ist ja ein Problem. Die sind wirklich lang. Kannst du mir helfen? Nun, ich denke ja. Nur ein schneller Schnitt. Auf keinen Fall. Ach, dann Plan B. Nicht bewegen. Och, ich dachte, das geht schon. Moment. Es muss etwas geben. Nein, das geht nicht. Oh, das wird helfen. Okay, lass uns dein Haar stylen. Los, mach schon. Ich stecke dein Haar in die Maschine. Wow. Ich muss durch dein ganzes Haar gehen. Und du bekommst eine neue Frisur. Wow, erstaunlich. Ich fühle mich so stylisch. Das sieht toll aus. Und dein Haar kommt nicht in den Teig. Nun zurück zum Backen. Einfach den Teig ausrollen. Oh, oh. Luna. Ich brauche wieder deine Hilfe. Genau darum backe ich nicht. Wow, sieh mal. Die sind sehr schön. Mama, Mama, schau. Was ist es, Liebes? Oh, Flamingos. Ich hätte gerne einen. Darf ich einen haben? Bitte, Mama. Du bekommst keinen Flamingo. Oh, das ist nicht fair. Ich bekomme nie schöne Dinge. Oh, schalten wir um. Oh, sieh dir das an. Niedliche Kätzchen. Wir könnten eins davon haben. Nein, ich will einen Flamingo. Dachte mir, dass du das sagen würdest. Oh, ein Hund. Jeder liebt Hunde. Möchtest du einen Hund? Hallo? Ich habe schon einen. Gib mir die Fernbedienung. Nun, bitte. Ich will Flamingos anschauen. Ha, die sind so komisch. Ich will ein Flamingo. Aber wo würden wir sie aufbewahren? Und was fressen sie? Moment. Sie hat nicht gesagt, dass sie einen echten Flamingo will. Das ist eine Lösung. Ich mache einen Anruf. Hallo, ich möchte etwas bestellen. Ja, und zwar sofort. Wow, das war schnell. Hey, Sunny, sieh mal. Oh, eine Box. Cool. Nein, da ist etwas in der Box. Du wirst ihn lieben. Oh, ich liebe Überraschungen. Daran hätte ich vorher denken sollen. Ein Spielzeug-Flamingo. Was soll ich damit machen? Ich zeige es dir. Der kleine Kerl hat großen Hunger. Also müssen wir ihn füttern. Er liebt Vogelfutter. Jetzt füttern wir ihn. Setz ihn auf die Toilette. Mama, er frisst das Futter. Es ist sehr gut, oder? Ja. Sieh dir das an. Oh nein, kackt er? Sollen wir ihm etwas Privatsphäre geben? Schon gut. Es ist ihm egal. Erstaunlich. Er ist fast fertig. So eine Erleichterung.
Hallo, Sunny, was machst du da? Nur ein wenig mehr. Was ist hier los? Sunny, hast du mich gehört? Oh, hallo, Mama. Oh, was ist los? Du siehst aus, als würdest du dem Zirkus beitreten. Komm, wir müssen das abwaschen. Nimm die Seife und wasch alles ab. Muss ich? Ich mag mein Make-up. Okay, gut. Aber ich will das nicht. Sieh, ich tue es. Hoppla! Oh. Wow, was für ein Fang. Hast du gesehen? Oh-oh. Komm zurück, Seife. Was zum... Wo geht sie hin? Ups. Tja, tschüss. Nicht so schnell. Mal nachdenken. Ich habe eine Idee. Wir haben das hier. Ich nehme das Oberteil ab und fülle den Behälter mit Flüssigseife. Das reicht. Den Deckel wieder anbringen und es ist einsatzbereit. Probier mal, Sunny. Wirklich? Wow! Los geht's! Wow, es hat mir Seife gegeben. Das macht Spaß. Sehr gut. Wasch das Make-up ab. Keinen Punkt verpassen. Schon besser. Du brauchst kein Make-up. Huh? Was soll das? Oh, die Menschen haben einen Schatz hinterlassen. Sie ist so schön. Huch, wo ist sie hin? Ich liebe eine gute Einkaufstour. Meine Kreditkarte aber nicht. Es gab einfach so viele Angebote. Das war es total wert. Oh, hallo Süße. Sind es meine Geburtstagsgeschenke? Deine was? Oh nein. Ich hab's nicht vergessen, ehrlich. Es muss was geben, das ich ihr geben kann. Wie konnte ich das vergessen? Meine Schuhe kann ich ihr nicht geben. Oh, oh wow, was ist das? Nein, nein, das ist für Mami. Du hast es vergessen? Nein, ich... Warte mal. Ich habe eine Idee. Jetzt an die Arbeit. Ich brauche nur meine Kreativität. Ich nehme den Deckel von der Box und zeichne Augen auf die Innenseite. Einfach so. Jetzt fülle ich sie aus. Das sieht gut aus. Nun zeichne ich die Nase und den Mund und schneide ein Loch in den Mund. Sunny wird das lieben. Das ist nicht fair. Schau, was ich habe. Ein alter Schuhkarton? Ist das ein Scherz? Pass auf. Ich schütte die Bonbons auf den Deckel. Versuch, sie ins Loch zu bringen. Oh, es ist ein Spiel. Oh, ich schaffe es, Mama. Das macht echt Spaß. Ich habe sie alle im Loch. Und ich habe diese tollen Schuhe. Und diesen Schal auch. Oh, mir ist so langweilig. Guck dir Lilly an. Warum gibt sie sich so viel Mühe? Ich zieh's vor, Spaß zu haben. Pass auf, Nerd. Hey, das war nicht nett. Und? Dann heul doch. Cheryl hält sich für so schlau, was? Wow. Was ist das denn? Zwei können dieses Spiel spielen. Wow, warum fühlt sich das so nass an? Endlich kann ich in Ruhe lernen. Mann, ich liebe Würstchen. Mm. Eins ist weg, weiter geht's. Hab dich. Oh ja. Oh, so lecker. Ich nehme das noch. Oh, das glaube ich nicht. Du willst darum kämpfen? Sieh an, sieh an, sieh an. Diese Küche ist nicht groß genug für uns beide. Ich werde mein Würstchen nicht teilen. Bereit? Achtung! Das wagst du nicht. Oder doch? Oh, ich bin bereit. Niemand wagt es, mir in die Quere zu kommen. Hey, was macht der Teekessel da drüben? Los geht's! Zieh! Ha! Nimm deine Gabel weg! Aber ich hatte die zuerst. Weg da. Oh, lass los. Was? Okay, das war's.
Was habe ich übers Würstchenschleudern gesagt? Wer war das? Wer wirft hier mit Würstchen um sich? Hallo? Sie war das. Nein! Hört auf! Anstatt darum zu streiten, teilt es doch einfach. Seht ihr? Perfekt geschnittene Scheiben. Wow! Ketchup darf nicht fehlen. Und hier ist genau der Platz dafür. So, seid ihr jetzt zufrieden, Mädels? Also, ich denke, das ist okay. Ja, lass uns den Dip-Tanz machen. Ich bin froh, dass ihr euch wieder vertragt. Bis später. Ja, ich hab's noch nie bis zu diesem Level geschafft. Oh. Hä? Lilly? Hä? Was? Deine Körperhaltung? Okay, Mom. War das so schwer? Oh. Ja, ich sitz gerade. Ich mach's noch. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mhm. Total. Ah. Ja. Oh. Sitzt sie aufrecht? Das sieht mir nicht so aus. Lilly! Mom? Setz dich gerade hin. Na los. Oh, wie auch immer. Hm. Oh, ich bin so müde. Lilly! Was? Was machst du da? Deine Schultern. Danke. Wie auch immer. Der Unterricht ist halt gar nicht so schlimm. Aber anstrengend ist es trotzdem. Oh, Lilly. Hey. Echt jetzt, Mom? Deine Körperhaltung. Fein. Besser? Ja. Sie lässt mich einfach nicht in Ruhe. Hm. Lilly! Hä? Mach deinen Rücken gerade. Oh, dein Ernst, Mom? Was? Das Frühstück ist fertig. Oh, toll. Ah, Flakes. Die mag ich. Ja, yeah, ich dachte, wir melden dich diesen Sommer beim Fußball an. Ja? Warum hörst du nicht auf mich? Unfassbar. Schieb sie einfach zurück. Siehst du? Viel besser. Lilly, gerade. Mach mit. Oh. Mama, lass mich in Ruhe. Okay, komm schon. Wie machst du das? Eine Frage des Willens. Puh, egal. Oh, das soll wohl ein Scherz sein. Lilly, Liebes, wenn ich dich nicht dazu bringe, gerade zu sitzen, dann tut es dieses Ding. Einfach am Tisch befestigen. Und dein Kinn hier drauflegen. Ist das nicht besser? Wow, guck dir das an. Ein ganzer Spaßpark voll mit Wasser. Ich wette, in echt ist er noch besser. So viele Rutschen und Wasserspiele. Ich würde da ganz schnell runterrutschen. Das wäre die beste Rutsche. Okay, die sieht echt gut aus. Ich zeig dir gleich Mama. Mami? Mami? Hallo, hörst du mich? Oh, was ist los, Schatz? Was ist das? Eine Wasserrutsche? Die ist schön süße. Meine kleine Künstlerin. Versteht sie mich gar nicht? Oh, komm mit. Oh, das musst du selbst sehen. Guck. Oh, du willst dorthin. Bitte, bitte. Okay, okay. Aber das ist ganz schön teuer, nur im Wasser zu spielen. Warte mal. Mal sehen, was ich habe. Ein paar Kröten. Oh. Also, ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Wirklich? Hey, Geld ist heutzutage ziemlich knapp. Vielleicht verlegen wir den einfach hierher. In diesem Center gibt's eine Menge Sachen. Einfach perfekt. Was ist das hier? Schön. Und alles im Angebot. Nimm das, überteuerter Wasserpark. Wir machen das auf meine Art. Das hier bitte. Okay. Das macht zusammen 7 Euro. Ja, bitte sehr. Schönen Tag noch.
Das Wasserspiel kann beginnen. Diese Dusche ist super niedlich. Und das hier auch. Badezeit? Eher Partyzeit. Eine wichtige Sache fehlt noch. Niedlich. Aber es fehlen noch Blubberblasen. Und zwar eine Menge. Okay, jetzt sieht's wirklich schön aus. Willst du eintauchen? Viel Spaß beim Schwimmen, Kleiner. Keine Bange, das Wasser ist warm. Juhu! Jetzt kommt noch der Rest. Rein mit euch. Und wenn man sich amüsieren will, darf der Wal nicht fehlen. Ist das nicht toll? Und das alles für schlappe 7 Kröten. Olivia! Was? Niemals! Hier sieht's aus wie im Wasserpark. Warum steigst du nicht ein? Ich komme, Mama. Pass auf die Spritzer auf. Hey, ich kann das Wasser kontrollieren und guck dir all diese Blasen an. Das ist dein eigener Wasserpark, Olivia. Dann logge ich mich mal ein. Hallo zusammen. Ja, die sind schon fertig. Ja, natürlich. Ja, Was machst du, Mama? Geh wieder. Wo waren wir? Also... Oh, sie will nicht mit mir spielen. Hi, hab dich lieb, Mami. Hey, warte. Das ist ungerecht. Okay, ja, sie haben recht. Also eigentlich, oh, das tut mir leid. Hey, Mama. Hey, guck mal. Die ist so weich. Das kitzelt, stimmt's, Mama? Was macht sie da unten? Hör auf damit. Was soll's? Hier. Oh, Mamas Handy. Wie ich schon sagte. Das Handy ist toll. Oh, Manu, komm schon, lass uns spielen. Oh ja, ich bin ganz Ohr. Eine Sekunde. Bitte lass hier was drin sein. Ja. Oh, Entschuldigung. Guck dir das an. Wenn ihr euch dieses Dokument anseht. Ja, krabbel weiter. Ja, okay, eine Sekunde bitte. Gut, jetzt bist du wieder draußen. Puh. Tut mir leid, Team. Oh nein, wie peinlich. Puh, gut, dass alles in die Tüte gepasst hat. Riecht ziemlich frisch. Aber das ist undicht. Tja, kann passieren, schätze ich. Wieder was, um das ich mich kümmern muss. Oh, hol's dir. Oh. Hi, Cheryl. Ja, mach sie fertig. Hol. Vorsichtig. Wie machst du das alles auf einmal? Wenn sie dieses Multitasking nur richtig einsetzen würde. Oder lieber doch nicht. Ich muss nachdenken. Yeah, so ist's richtig. Ich denke, ich habe die perfekte Idee. Während sie spielt, mache ich mich an die Arbeit. Und ich brauche nur diesen Aufkleber. Passt perfekt. Und jetzt bleib, wo du bist, okay? Du spielst noch was, Cheryl? Aha. Oh. Hey, ich... Danke. Dann hole ich mir ein neues. Das war nicht nett. Oh, was ist das da unten? Kann ich da Wasser eingießen? Ich werde es probieren. Hey, das verändert sich. Oh, ein süßes Kätzchen. Fantastisch. Das muss ich Papi zeigen. Papi, Papi, guck mal, wer in meinem Glas ist. Wow, das ist so schön. Also, das habe ich nicht bis zu Ende gedacht. Oh. Jetzt zu meiner Lieblingsmahlzeit des Tages. Heute gönne ich mir besonders viel. Und das noch. Und auch noch was Salziges. Komm schon.
Ich bräuchte noch einen extra Arm. Komm schon. Nein, meine Flakes. Oh, na toll. Oh, wieder von vorne. Auf ein neues, okay? Oh, so, vielleicht, wenn ich so trage. Puh. Na los. Runde 1, fertig. Ich bin wieder da, um dich zu holen. Kann ich jetzt endlich essen? Oh, was? Oh, geh auf. Komm schon. Oh, ich brauche einen besseren Griff. Oh, das wird heute nichts. Hey, warte. Sind das Pfeile? Das ist ein Drehverschluss. Das heißt... Ja, so geht's. Zum Glück hat das niemand gesehen. Egal. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Tief durchatmen. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Wo ist sie? Oh. Hi, du. Hast du das Geld? Ich brauche dringend was davon. Okay, schon verstanden. Ein Lutscher? Na gut. Wähle dein Teil. Wow, so viele Sachen. Aber ich brauche was Bestimmtes. Das hier. Okay, vielen Dank. Also, kommen wir zur Sache. In diesem Haus wird nichts mehr verschüttet. Guck dir mal diese Abdeckung an. Jetzt komm raus, Saft. So soll's sein. Endlich kann ich essen. Ich dachte schon, das wird nie was. Das Warten hat sich gelohnt und jetzt Saft für mich. Wer hätte gedacht, dass das Leben so einfach sein kann? Was für ein toller Schlaf. Wie sehe ich aus? Oh, ich habe schon bessere Tage gesehen. Okay, was kommt zuerst? Ah, meine Zähne. Ich muss den Mundgeruch loswerden. Oh, das ist schwierig. Warum ist alles unscharf? Das wird nicht klappen. Ich bin mir sicher, dass ich meine Brille getragen habe. Wo ist sie hin? Die muss hier irgendwo sein. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es ist nur Zahnpasta. Langsam. Fast. Ich glaube, ich habe es geschafft. Oma, was machst du denn da? Brauchst du Hilfe? Hier ist überall Zahnpasta. Du weißt schon, dass es auf die Bürste gehört, oder? Halt, ich habe etwas, das dir helfen kann. Das ist die Lösung für all deine Probleme mit Zahnpasta. Gib her! Die Zahnpasta kommt hier hinein. Jetzt muss ich sie nur noch einschrauben. Und das war's. Es ist einsatzbereit. Die Zahnbürste gegen den Hebel drücken. Und es kommt die perfekte Menge Zahnpasta heraus. Keine Unordnung. Wow! Wir leben wirklich in der Zukunft. Warte, ist das meine Brille? Wie kommt die denn da hoch? So ist es besser. Das könnte peinlich werden. Und jetzt putze ich die Zähne. Ja, ich lasse dich einfach in Ruhe. Puh, endlich zu Hause. Oh oh, Mama ist wieder da. Und ich habe nichts aufgeräumt. Was habe ich denn gestern gegessen? Ihr müsst verschwinden. Hier liegt so viel Junkfood rum. Muss mich beeilen. Hey, Hundi. Du musst langsam mal aufs Töpfchen gehen. Mama darf keinen Saustall vorfinden. Und fertig. Hi, Mama. Schön, dass du wieder da bist. Ich helfe dir mit der Tüte. Puh, das war knapp. Es wird Zeit zum Essen, Süße. Setz dich. Ich bin gleich wieder bei dir. Klar doch, Mama. Was für ein leckeres Essen. Es enthält alles, was ein heranwachsendes Mädchen braucht. Was ist das? Ich will das nicht. Was? Du wirst das essen, Stacy. Nee, ich will das nicht. Na gut, gib es mir. Was mache ich denn jetzt? Dann muss ich etwas anderes für Stacy zum Essen finden. Oh, ich weiß. Stacy liebt Ramen. Hier, für dich. Du willst, dass ich das esse? Die sind doch lecker. Das bezweifle ich. Okay, da ist heute aber jemand mäkelig. Glaubt sie, das hier ist ein Restaurant? Was haben wir noch? Cornflakes, die gehen immer. Und sie ist weg. Das ist voll cool.
So leicht kommst du mir nicht davon. Nicht mit mir. Stacy, du musst etwas essen. Nicht du schon wieder. Benimm dich mal. Spielzeug, natürlich. Das hätte böse enden können. Ich habe dir eine Schüssel mit Flakes gemacht. Langsam wirst du aufdringlich, Mama. Nimm schon, du weißt, du willst es. Ich glaube, ich passe. Och, ich habe alles versucht. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Endlich. Wo war ich? Dann werde ich wohl diese Flakes essen. Stacy verpasst was. Warte mal. Der Spielzeugzug. Die Lösung lag direkt vor mir. Eine gute Idee. Und ich weiß genau, was zu tun ist. Stacy darf mich nicht sehen. Zum Glück ist sie mit diesem dummen Spiel beschäftigt. Das ist meine Chance. Die nehme ich. Und auch die Schienen. Dann fange ich mal an. Ich lege die Schienen auf den Tisch und verbinde sie. Ich stecke sie zu einem großen Kreis zusammen. So ist es gut. Jetzt kommt der Zug drauf. Das sieht gut aus. Oh, Stacy, ich muss dir etwas zeigen. Aber Mama, ich bin beschäftigt. Was ist das? Schau dir das mal an. Mach schon. Was denn? Wow, machst du Spaß mit mir? Das ist total cool. Und das macht mir Appetit. Unglaublich, dass du das gemacht hast. Das ist die coolste Idee aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wäre cool, wenn ich immer so essen könnte. Guck mal, wie der Zug fährt. Oh, der Apfel sieht gut aus. Ich brauche was zum Dippen. Mh, das mag ich. Nächster Halt, Stacys Magen. Mh, das ist so lecker. Meine Kleine, der Zug fährt wieder ein. Ich liebe es. Komm schon, Fluffy, wird Zeit für die Gassi-Runde. Oh, ihr seid so süß. Er ist mein bester Freund. Dein Hund ist überall mit dabei. Dann lass uns gehen. Oh! Langsamer, Fluffy, du läufst zu schnell. Ich sitze direkt hier. Sie hat so viel Spaß. Ich konnte kaum mithalten. Du bist der süßeste Hund aller Zeiten. Hä? Willst du noch eine Runde drehen? Oh! Ich komme. Beide werden heute schnell einschlafen. Okay, machen wir eine Pause. Ich bin ganz schön außer Puste. Was ist das für ein Geruch? Fluffy, das hast du nicht. Igitt, hast du doch. Wie kann so etwas Kleines so was Großes hinterlassen? Wir tun so, als wäre das nicht passiert. Jetzt lass uns kuscheln. Hast du Spaß, Süße? Natürlich. Stacy, bitte sag mir, dass das der Hund war. What? Geh und mach das weg. Was? Nein! Ich meine es ernst. Los, keine Widerrede. Lass uns drum spielen. Du willst es also auf diese Tour, was? Okay, ich spiel mit. Ah, das war unfair. Worauf wartest du noch? Das ist das Schlimmste an einem Hund. Seine Kacke aufsammeln. Hm, wie mache ich das am besten? Ih, zu nah dran. Das stinkt. Okay, los geht's. Ich steck meine Hand in die Tüte. Und dann greife ich nach der Kacke. Noch ein bisschen näher. Nee, ich kann's nicht. Das ist zu eklig. Oh, guck dir die mal an. Sie sieht so schick aus. Und diese Haarspange. Genauso eine brauche ich. Sie ist mit Telefonieren beschäftigt und wird nichts merken. Joink. Mit der wird's gehen. Oh oh, bleib cool, Fluffy. Igitt, sowas muss ich mir nicht ansehen. Ich verschwinde lieber. Sie hat nichts bemerkt. Dann fange ich mal an. Die Haarspange kommt vorne in die Tüte. Und dann hebe ich die Kacke auf. Das heißt, ich muss die nicht berühren. Jetzt ziehe ich die Tüte einfach drüber. Bäh, ist aber trotzdem eklig. Hier, Mama. Danke. Genau, was ich schon immer wollte. Ich steck die in meine Tasche. Später werfen wir die in den Müll. Mami, guck mal. Oh, sehr schön. Ich brauche eine neue Haarspange. Warum rieche ich immer noch Kacke? Naja, egal. Fütter mich, fütter mich. Sei schön brav, Schatz. Oh, das sieht gut aus. Ein leckeres Sandwich. Das lasse ich mir schmecken. Da sind alle meine Lieblingszutaten drauf. Mh, das ist so lecker. Ich will mehr. Oh ja. Hm? Das fällt auseinander. Jetzt ist alles schmutzig. Ist alles okay bei dir?
Jasmine, was machst du da? Wisch dir nicht die Hände am Oberteil ab. Lass mich das machen. Danke, Mama. Du isst aber auch sehr unordentlich. Ich mach dir die Serviette um. Ich will noch mehr essen. Kommt sofort. Hm, wie ist das denn passiert? Ich muss das sauber machen. Nee, da ist doch nichts dabei. Schau mal, was ich hier habe. Komm und hol es dir. Guten Appetit. Pizza. Und ein Glas Saft. Kann's noch besser werden? Ups, ich hab geplappert. Ich muss besser zielen. Naja. Die ist lecker. Ich weiß noch, wie dein Vater mich zum Pizzaessen ausgeführt hat. Er hatte überall Soße. Hey, was ist das da? Wow, Schokoaufstrich, den will ich haben. Ich liebe Schokolade und der gehört jetzt mir, mir ganz allein. Der riecht fantastisch. Ich dachte, wir könnten später in den Park gehen. Ja klar, jetzt kommt der lustige Teil. Ich verteile den. Man kann nie genug Schokoaufstrich haben. Das ist ein Kunstwerk. Fast schon zu schade zum Essen, aber nur fast. Ich bin gerade so glücklich. Stacy, was hast du getan? Schau dir den Tisch an. Warum machst du das? Ich meine, mein schöner, sauberer Tisch. Na, ich mag mein Essen. Ich weiß, dass du das tust, Schatz. Ich brauche diese Serviette. Hoffentlich geht das wieder ab. Das klappt nicht. Flecken, überall Flecken. Das ist mein schlimmster Albtraum. Es ist sinnlos. Es sind zu viele Flecken. Warte mal. Warum guckst du mich so an? Ich habe den Tisch mit Alufolie abgedeckt. Boah, das ist voll cool. Ich weiß, ich habe immer gute Ideen. Kann ich kriegen, Mund voll. Oh, ein Sandwich, das ich will. Warum isst du nur wie ein Schweinchen? Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das ganze Essen macht durstig. Bist du fertig? Ich krieg nichts mehr runter. Dann räume ich jetzt auf. Ich muss nur die Alufolie umklappen. Einfach so. Ich muss nichts putzen. Und es bleiben keine Flecken. Das wandert direkt in den Mülleimer. Ziemlich clever, was? Gut gemacht, Mama. Oh, was ist das? Vielleicht ein geheimes Portal in ein mystisches Land? Ich muss das herausfinden. Nein, ich habe das Oberteil in Altrosa bestellt, nicht in Candy Pink. Jetzt geht's los, gleich bin ich dran. Stellen Sie sicher, dass... Jared! Nein, stopp! Das wird cool. Was glaubst du, was du da tust? Du sollst das doch nicht machen. Das ist ungerecht. Ich weiß, dass das ein geheimes Portal ist. Nicht weinen. Schau mal, was ich hier hab. Das magst du doch. Oh, gib her. Puh, das war knapp. Hm, dieser Deckel könnte nützlich sein. Der hat die perfekte Größe. Es ist ein Versuch wert. Aber ich brauche mehr Joghurtdrinks. Ich stecke sie in die Dose und drehe den Deckel ab. Das wird alle neugierige Finger fernhalten. Und ich kann jetzt beruhigt sein. Ja, also ich möchte dieses Oberteil in Babyblau bestellen, nicht in Königsblau. Es wird Zeit, das Portal zu erkunden. Hä? Was ist das denn? Das ist langweilig. Ich wusste, dass das klappt. Jetzt muss ich noch den Rest des Hauses Jared sicher machen. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Zeit zum Schlafen. Aber ich bin noch nicht müde. Träum süß, mein Schatz. Ist er weg? Ich will noch nicht schlafen. Ich will lieber Spaß haben. Ich liebe den Schleim. Den kann ich ziehen und kneten. Willst du mal probieren, Dolly? So ist's gut. Ist alles auf. Oh, okay. Ich probiere den auch mal. Hä? Ist schon morgen? Oh nein, was ist passiert? Guck dir deine Haare an. Die sind voll mit Schleim und sind jetzt ganz verklebt. Warum musste das passieren? Madison, was ist los? Guck dir meine Puppe an. Oh, das sieht übel aus. Das klebt fest dran. Hm, sag mal, ist das Schleim? Ups, naja, könnte sein. Gib den her. Du weißt, das ist ein schleimfreies Haus. Mal sehen, was wir mit diesen Haaren tun können. Ich weiß nicht, ob man da noch was machen kann. Den kann man nicht auswaschen. Aber ich habe eine Idee. Sie bekommt eine Glatze. Leg den Rasierer weg, Papa, nein! Gleich ist es vorbei. Ich denke, das wird ihr stehen. Das macht mir sogar ein bisschen Spaß. Wow, das Licht wird von ihrem Kopf reflektiert.
So, ich bin fertig. Sie sieht gut aus. Sag Hallo zu deiner neuen Puppe. Bist du verrückt? Guck sie dir an. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Warte mal, ich habe eine tolle Idee. Und dafür brauche ich diese Wolle. Und ich brauche eine Nadel. Ich schiebe sie in die Puppe und zur anderen Seite durch. Dann ziehe ich die Nadel ab. Das gleiche mache ich mit gelber Wolle. Ich setze die Nadel neben den ersten Wollfaden. Das mache ich so lange, bis die Puppe wieder voller Haare hat. Sieht toll aus. Sieht aus, als hätte sie einen Regenbogen im Haar. Was sagst du dazu, Madison? Das gefällt mir, Papa. Schön bunt. Danke, Papi. Du bist der Beste. Ja, das bin ich. Vielleicht style ich meine Haare auch so wie die Puppe. Ich decke jetzt den Tisch. Du machst eine Teeparty, Kleine. Das ist so süß. Und hier ist meine Teekanne. Das ist frisch gebrühter Tee. Ich weiß, der wird euch schmecken. Und ich habe auch Schokobonbons. Keine Bange, ich habe genug für alle. Und ich habe noch einen Snack. Ein leckeres Würstchen. Warte, reicht das denn? Wir sind zu dritt. Aber ich habe nur ein Würstchen. So wird das nichts. Aber ich kann sie ja in drei Teile teilen. Du schaffst das, Kleine. Zeig dem Würstchen, wer die Chefin ist. Ah, es lässt sich nicht teilen. Oh. Ups, Entschuldigung, Papa. Was ist denn los? Wir sind zu dritt, guck. Oh, ich verstehe dein Problem. Eins, zwei, drei. Aber wir haben nur ein Würstchen. Ich muss kurz nachdenken. Und vielleicht habe ich schon die Lösung. Schau dir dieses Gadget an. Genau das brauchen wir jetzt. Hallo, ich möchte was bestellen. Schau dir das an, Madison. Damit können wir die Wurst aufschneiden. Lass es uns gleich testen. Aufklappen und Wurst einlegen. Und dann wird sie durch diese Metalldinger in Scheiben geschnitten. Einfach so. Wow, das war ja voll einfach. Was wird als nächstes erfunden? Wow, jetzt lass mich ran. Nicht so schnell, Süße. Ich leg sie auf den Teller. Das ist besser. Hm, danke. Weit aufmachen. Gut, dass es dich gibt. Technik ist einfach wunderbar. Viel Spaß bei deiner Teeparty, Süße. Hier für dich, Teddy. Du bist ein guter Junge. Hast du das gelesen? In der Stadt ist ein Katzeneinbrecher unterwegs. Hä? Das war nur ein Scherz. Oh, richtig. Ich habe verstanden. Madison. Was ist, Papa? Du bist dran, mit dem Hund Gassi zu gehen. Kein Problem. Ich mache mich schnell fertig. Okay, fertig. Bei Fuß, Wuffi. Warte. Denk an die Kacktüte. Ach, eklig. Die nehme ich nicht. Na gut, ich komm mit. Bringen wir es hinter uns. Das war's mit meinem Faulenzertag. Ist schön draußen, stimmt's, Wuffi? Was ist los? Oh, du machst dein Geschäft. Hey, was raus muss, muss raus. Oh, was hast du denn gegessen? Der gehört dir, Süße. Du wolltest doch einen Hund haben. Ach, okay. Aber warum muss ich immer die ekligen Jobs machen? Ich will das nicht anfassen. Das stinkt. Nein, ich kann das nicht. Wir können den aber nicht liegen lassen. Ich weiß, aber ich brauche deine Haarspange. Damit kann ich die Kacke aufsammeln. Schau zu und lerne. Ich stecke die Spange in die Tüte. Und dann sammle ich die Kacke ein. Aber ich muss sie nicht anfassen. Jetzt ziehe ich die Tüte drüber. Und das war's schon. Das kommt in den Müll. Ich habe Hirn und einen prächtigen Schnurrbart. Hier hast du deine Spange zurück. Lass uns gehen. Yum, yum, yum. Schokolade, Schokolade. Schmierige Angelegenheit. Ich sollte besser die Hände waschen. Das Wasser ist schön warm. Wo ist die Seife? Da ist sie. Oh, wie schleimig. Seife ist ekelhaft. Die will ich nicht. Nein, jetzt sind meine Hände total schleimig und eklig. Mama! Was denn? Was ist denn los? Geht's dir gut? Warte, ich komme zu dir und... Oh, oh, oh! Mama! Wo bleibt sie denn?
Schatz, Seife gehört nicht auf den Boden. Das ist gefährlich. Also was ist los? Meine Hände sind schleimig und eklig. Ich mag das nicht. Oh, okay, also hier. Ich habe eine Lösung. Du kannst das hier benutzen. Schau, drück einfach deine Hand darauf. Tada, eine hübsche Seifenblume. Wow, Seifenblumen. Ich mag Blumen. Ich will auch eine Seifenblume. Ich muss nur so oben drauf drücken. Wow, jetzt habe ich sie auch noch auf meinem Kopf. Yay, Blumen auf meiner Wange. Ich liebe Seifenblumen. Schau nur, ich bin eine Prinzessin. Eine Seifenprinzessin. Ich bin so hübsch. Ja, du bist eine wahre Seifenprinzessin und sehr hübsch dazu. Guck mal, was ich hier habe. Leckeres, frisches Gemüse. Und einen Eimer voll Brathähnchen. Ich werde das genießen. Was für ein köstlicher Duft. Hä? Was hast du? Wir müssen reden. Du bekommst Hühnchen und ich das? Hey, ich mach nicht die Regeln. Guck dir doch die Tafel an. Siehst du da ein Brathähnchen? Ach, komm schon. Ich weiß. Wir sollten ein Spiel spielen. Hey, meinst du etwa? Okay, ich stehe auf eine gute Challenge. Wenn ich gewinne, tauschen wir das Essen. Ich mag den Einsatz. Du fängst an. Ich hab hier die Sahne. Das wirst du noch bereuen. Ja, ja, das werden wir sehen. Okay, es ist fertig. Jetzt geht's los. Das ist so aufregend. Ich habe ein gutes Gefühl. Phew, nichts. Das war Anfängerglück. Jetzt bin ich dran. Ich weiß, dass nichts passieren wird. Nein! Juhu, ich habe gewonnen. Yay! Das war nicht fair. Das sagst du immer. Jetzt gib mir das Hühnchen. Das finde ich viel besser. Du hast recht. Das riecht fantastisch. Hey, warte. Lass uns noch ein Spiel machen. Nö, ich bin zufrieden. Ein Versuch war es wert. Ich mag kein Grünzeug. Igitt. Nein, nein. Wow. Madison, bist du schon wieder aus dem Bett gefallen? Und sie schläft weiter. Da bist du wieder. Zum Glück habe ich die perfekte Lösung gefunden. Sie bleibt auf dem Bett. Und es gibt keine bösen Stürze mehr. Was? Wie hat sie das gemacht? Das passiert jede Nacht. Aber ich weiß, was ich noch tun kann. Ich stecke Poolnudeln auf den Bettrahmen. Ich habe sie eingeschnitten, damit sie stecken bleiben und nicht wegrutschen. Wenn Madison sich umdreht, sind die Poolnudeln als Barriere da. Sie wird nicht rausfallen. Ich bin beruhigt, dass das klappt. Ich verschwinde jetzt ganz still. Guck mal, was ich hier habe. Ein leckeres Überraschungsei. Ich will das! So einfach bekommst du das nicht. Ich lege es unter einen Becher und verschiebe sie dann. Du musst nur erraten, unter welchem Becher das Ei liegt. Hast du Glück? Wähle einen Becher. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Was meint ihr, Leute? Könnt ihr mir helfen? Bing, bing, pow! Ich liebe es, mit Lego zu spielen. Ava, Schatz, was ist das für ein Lärm? Was für ein Durcheinander hier. Ich habe eine Idee. Schau dir das an. Ich bin mit Klebeband bedeckt. Cool, was? Ich hoffe, ich gerate nicht in klebrige Situationen. Ha! Wow, das macht Spaß. Heben wir die Legos auf. Dadurch wird es sehr viel einfacher. Wir sollten einfach nur darauf rollen. Und es beschleunigt die Dinge. Oh, ich habe was verpasst. Ich hab's. Ich glaube, das war's schon. Legen wir sie in die Schachtel. Einfach das Klebeband abkratzen. Toll, das Zimmer ist makellos. Der Kuchen ist fast fertig. Fehlt nur noch die Streusel. Er sieht köstlich aus. Mama darf nicht wissen, dass ich hier bin. Dieser Kuchen wird mein sein. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Aber ich muss bis morgen warten. Es ist Zeit fürs Bett. Ist sie weg? Die Gefahr ist vorbei. Ich wusste, dass es sich lohnen würde, sich 5 Stunden lang zu verstecken. Es ist Zeit für Kuchen. Wow, schau ihn dir an. Ich glaube, ich bin verliebt. Er ist herrlich. Ich muss mich zurückhalten. Ich probiere mal ein kleines Stück. Wow, Mama ist eine tolle Bäckerin. Alles ist im Begriff, chaotisch zu werden. Das ist so lecker. Du gehörst mir. Das werde ich genießen. Los geht's. Das war so gut. Und ich bereue keinen einzigen Bissen. Das letzte Stück. Was für ein toller Schlaf. Ava, ist das mein Kuchen?
das ist nicht so, wie es aussieht. Was los? Ich kann es nicht glauben. Das geschieht jedes Mal. Moment mal, ist das eine Spinne? Oh, aber es bringt mich auf eine Idee. Ich stelle diese Schüssel mit den leckeren Süßigkeiten in den Kühlschrank. Hat jemand Süßigkeiten gesagt? Oh, die muss ich haben. Ich hoffe, niemand isst sie. Das ist meine Chance. Mama wird nie erfahren, dass ich es war. Das wird toll. Was zum... Spinnen! Sie sind überall! Ah! Ich wusste, das würde funktionieren. Oh, die Spinnen habe ich vergessen. Das wird dich lehren, Ava. Rieche ich da Kuchen? Wow, ich wusste es. Und er sieht toll aus. Hände weg. Nein, du darfst den Kuchen erst an deinem Geburtstag essen. Du musst warten. Oh, Mama. Keine Diskussion. Ich stelle ihn in den Kühlschrank. Da sollte er sicher sein. Oh, ich bin müde. Ich gehe schlafen. Was für ein guter Schlaf. Zeit für etwas Kuchen. Was für eine schokoladige Pfütze? Was ist passiert? Das ist eine Katastrophe. Ich habe mich so auf meinen Kuchen gefreut. Und jetzt kann ich nicht einmal ein Stück essen. Was ist nur passiert? Der Kühlschrank war nicht eingesteckt. Kein Wunder, dass der Kuchen geschmolzen ist. Das ist der schlimmste Geburtstag. Heute ist ein besonderer Tag. Happy Birthday, Schätzchen. Ich hoffe es... Ach du, was ist mit deinem Kuchen passiert? Das verstehe ich nicht. Tut mir echt so leid, Schätzchen. Mein Geburtstag ist ruiniert. Keine Sorge, Mami lässt sich was einfallen. Warte, ich weiß was. Das wird alle Probleme lösen. Vertrau mir. Was ist das, Mama? Schau zu, ich brauche diesen kleinen Flamingo. Ich lege ihn in dieses Plastikei und gebe die andere Hälfte darauf. Dann kommt es in die Form. Und ich verschließe es. Jetzt kann es in die Maschine. Was passiert hier? Wir dürfen die Schokolade nicht vergessen. Ich schmelze sie schnell mit dem Föhn. Das sollte reichen. Ich gebe es in die Spritze. Cheryl, das darfst du übernehmen. Wow, was für eine Verantwortung. Spritze es einfach in die Form. So? Das machst du toll. Wow, sie füllt sich mit Schokolade. Das war's, Mami. Und jetzt drehen wir es, damit es sich gut verteilt. Mir wird ganz schwindelig vom Zuschauen. Und jetzt können wir es rausnehmen. Jetzt legen wir es in die Gefriertruhe. Die Schokolade muss sich festigen. Wir müssen kurz warten. Aber es dauert nicht lange. Das ist echt spannend. Ich glaube, das war lang genug. Hier ist es. Nimm es aus der Form. Wow, schau mal, Mama. Es ist ein Schokoei. Wow, das ist genial. Ich lege es zu den anderen. Happy Birthday, mein Schatz. Danke, Mami. Mein Geburtstag ist gerettet. Probieren wir die Eier. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das war's wohl mit meiner Diät. Sieht gut aus. Ich muss nur ein paar verwirrte Haare loswerden. Aua, ouch. Ich nehme die hier. Oh, das war aber lang. Es sticht so sehr. Warte, was ist mit meiner Feuchtigkeitscreme passiert? Oh, das ist ein schönes Gefühl. Schau, Tante Betty, ich bin erwachsen. Wenigstens hat sie Spaß. Wie auch immer, ich muss mir die Haare zupfen. Oh, Lippenstift, ich fühle mich so hübsch. Ava, was machst du denn da? Nein, das ist mein teures Make-up. Hör auf damit. Wie sehe ich aus? Ich weiß, ich sehe wunderschön aus. Nun, die Schönheit liegt im Inneren. Das spricht also für dich. Hm. Was gibt es sonst noch? Das sieht interessant aus. Tante Betty, schau mal. Ich habe eine neue Frisur. Oh ja, das ist der Punkt. Ha, sie steht dir. Ich bin froh, dass deine Mutter nicht da ist. Sie wäre wütend. Hm, ich bin von diesem Look gelangweilt. Rasieren wir sie ab. Nein, leg den Rasierer weg. Gib ihn her. Nein. Tu's nicht. Puh, das war ganz schön knapp. Was hast du dir dabei gedacht? Nicht die Haare rasieren. Ich wollte nur spielen. Es tut mir leid. Du musst nicht so gemein sein. Autsch, das ist laut. Ganz ruhig. Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie man das beheben kann. Ich brauche ein Stück Pappe. Ich habe die Form eines Schafs draufgezeichnet und ausgeschnitten. Jetzt muss ich mich künstlerisch betätigen. Ich beginne mit dem Schafspelz. Jetzt ist es Zeit für das Gesicht. Ich genieße das eigentlich. Es ist entspannend. Du
Das ist ein süßes Schaf. Ich füge den letzten Schliff hinzu, wie das Färben des Gesichts und die Beine. Jetzt bedecke ich das Schaf mit Klebeband. Dadurch wird es wasserdicht. Ich möchte also keine Punkte verpassen. Jetzt gebe ich Rasierschaum dazu. Ich werde es über den Pelz auftragen. Das Gesicht und die Beine bleiben frei. Fertig! Ava, sieh dir das an! Du rasierst dem Schaf den Pelz ab. Ich zeige es dir. Es ist ganz einfach. Und es macht Spaß. Willst du es mal ausprobieren? Hier, nimm den Rasierer. Wahnsinn, das ist so cool. Bleib zurück. Dieses Schaf ist dabei, völlig kahl zu werden. Das ist großartig. Ich verpasse dem Schaf einen Haarschnitt. Ich hab's fertig. Wahnsinn, danke. Das hast du wirklich gut gemacht. Hier sollte ich sicher sein. Jetzt keinen Mucks machen, sonst finden sie mich. Ich will doch nur etwas süße Schokolade. Darauf habe ich schon den ganzen Tag gewartet. Mama, bist du da drin? Riech ich etwas Schokolade? Jetzt aber schnell. Nein, nicht reinkommen. Mama? Oh, bitte nicht. Mami? Mama? Was machst du da? Hey, Mami, ich will auch. Ich auch. Ich will doch nur etwas Ruhe haben. Malen macht Spaß. Oh, so schön. Aber nicht über die Linien malen. Liebling, es ist Zeit für ein Bad. Nein, ich will nicht baden. Ich male. Wie bitte? Du nimmst jetzt ein Bad, Fräulein. Nein, hör auf, Mami. War sie schon immer so kräftig? Wie kann ich sie nur überreden? Die Buntstifte werden sie überzeugen. Liebling, schau mal, was ich hier habe. Oh, Buntstifte. Gib sie mir. Komm sie dir holen. Buntstifte. Okay. Jetzt kann ich weitermalen. Baden macht Spaß. Dino, Mami. Das gefällt mir nicht. So ist's besser. Zeit, dich abzutrocknen. Ich will aber nicht. Ich will weiter baden. Nicht schon wieder. Wow, das ist toll. Wenn ich groß bin, werde ich Basketballspielerin. Was soll der ganze Lärm? Ich versuche zu schlafen. Dein Zimmer ist ein totaler Saustall. Nicht jetzt, Oma. Unmöglich. Die Jugend von heute. Dann räume ich eben auf. Das erzähle ich deiner Mutter. Oh, oh nein, mein Rücken. Sei so lieb und hilf deiner Oma. Was ist das denn? Damit wird sie zukünftig Ordnung im Zimmer halten. Den Basketballkorb befestige ich über ihrer Spielzeugkiste. Sieh mal, hast du Lust, wie sagen junge Leute dazu, ein paar Würfe zu versenken? Wie cool! Na dann los! Treffer, gleich nochmal! Jetzt muss ich nicht mehr aufräumen. Gesundheit! Oh, Süßigkeiten. Ich probier mal eins. Irgendwas stimmt nicht. Meine Zähne, wo sind sie? Das ist toll. Sieh mal, Oma. Nein, meine Zähne. Das war dann wohl alles. Gern geschehen, Oma. Schön leise. Mama darf mich nicht hören. Geschafft. Und, wie sehe ich aus? Diese Frisur ist toll. Die Mütze sollte ich besser verstecken, bevor Mama sie findet. Die würden mir nur die Frisur ruinieren. Das war's. Und los. Nicht so schnell. Hier geblieben. So kann ich dich nicht vor die Tür lassen. Draußen ist es kalt. Du brauchst eine Mütze. Mama, alle Mützen sind weg. Dann gehe ich wohl ohne. Ich könnte schwören, dass vorhin noch welche da waren. Was soll's? Dann improvisiere ich eben. Alles, was ich brauche, ist eine Schere. Jetzt schneide ich den Ärmel ab. Falte ihn zusammen und mache einen Knoten. Das trainiert auch den Bizeps.
Schon ist die Mütze fertig. Nicht bewegen, hier kommt deine Mütze. Oh, wie süß du aussiehst. Ich sehe aus wie ein Zwerg. Keine Ursache, jetzt aber raus mit dir. Viel Spaß. Oh Mann, wie peinlich. Rum, rum. Tü, tü, schau mal, Mama. Was nicht jetzt? Meine Sendung läuft gerade. Rum. Was habe ich gerade gesagt? Spiel woanders, Liebling. Rum, rum, tü, tü. Das macht Spaß. Mami sieht so lustig aus. Aufgepasst, ein Autorennen auf deinem Kopf. Okay, das reicht. Komm hierher. Tut mir leid, Mami, ich höre auf. Zu spät. Ich befestige etwas Klebeband auf dem Teppich. Dann klebe ich weitere Streifen hinzu. So, fertig. Ist die Luft rein? Nein, ich bin noch nicht fertig. Mit diesem Stift mache ich noch Streifen drauf. Das hätte mir schon früher einfallen sollen. Fertig. Liebling, komm her. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich liebe Überraschungen. Was sagst du dazu? Wow, eine Straße. Darauf können meine Autos fahren. Danke, Mama. Kannst kaum erwarten, darauf zu fahren. Brumm, brumm, brumm. Ist sie nicht süß? Jetzt kann ich in Ruhe meine Sendung schauen. Au, das tut so weh. Mama, ich brauche Hilfe. Was ist los? Oh je, alles okay? Mein armes Baby, was ist passiert? Oh, nicht anfassen. Keine Sorge, das haben wir gleich. Moment mal, da fällt mir etwas ein. Gib mir mal dein Handy. Ah, Hobbit, wie beruhigend. Mama, mir tut immer noch alles weh. Was? Oh, tut mir leid, bin gleich wieder da. Interessiert sie das überhaupt? Mama, kommst du? Wie geht es, meine Mädchen? Sieh mal, was ich hier für dich hab. Hier, Schoner für deine Ellenbogen, Knie und einen Helm für deinen Kopf. Wow, danke, Mama. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Du siehst toll aus und geschützt. Kann ich jetzt wieder rausgehen? Aber natürlich, geh nur. Meine Mama ist die Beste. Hui! Es geht doch nichts über einen warmen Kakao. Jetzt noch die Milch. Das riecht gut. Liebling, dein Kakao ist fertig. Danke, Mama. Genau, was ich brauche. Es gibt auch noch Kekse. Mmh. Ah, zu heiß, viel zu heiß. Das tut weh. Oh, das tut mir leid. Was mache ich denn jetzt? Warte kurz, ich weiß, was zu tun ist. Schnell, Mama, das tut so weh. Hier, die Eiswürfel werden beim Kühlen helfen. Wie ist das? Ah, schon besser. Ein Glück. Hm, der Eiswürfelbehälter könnte nützlich werden. Ich weiß auch schon wie. Gib etwas Kakao in eine Wasserkanne. So lange umrühren, bis das Pulver aufgelöst ist. Gieße die Kakaomischung in einen Eiswürfelbehälter. Und ab in den Gefrierschrank damit. Willst du etwas Kakao? Was? Nein, bloß nicht. Sei doch nicht albern. Pass auf, ich fülle warme Milch in ein Glas. Füge dann einen Kakao-Eiswürfel hinzu. Er schmilzt schon. Fehlt nur noch das Umrühren. Hier, probier mal. Er wird nicht so heiß sein, versprochen. Na, wenn du das sagst. Oh, tatsächlich. Klasse, danke, Mama. Hoffentlich helfen diese Hacks in deinem Alltag. Schreib in die Kommentare, wie du deinen Alltag leichter gestaltest.
Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst.